Deutsch rede, dann bemerkt man meinen deutschen Akzent gar nicht so sehr. When I speak, wenn ich spreche, is it weak? Ist es Schwäche, not to mention all the things, auszulassen all die Dinge, that keep forcing me to think, die mir Gedanken auferzwingen, that a language protects all her babies, dass eine Sprache ihre Kinder schützt, and therefore translating poems is crazy, also sind Lyrikübersetzungen verrückt, when you read them, akochitam, wenn es raus muss, with a rhythm, imam ritam, mit einem Rhythmus, with some help of a rhyme, akorim mi pomaje, mit der Hilfe von Reimen, there's a big chance to shine, und da može da se kaže, ist es möglich zu zeigen, even if the words you don't know. Čak sa riječima nisu ti jasne, auch mit Wörtern, du kennst sie nicht, you still understand the poem. Ipak razumiješ pjesme, verstehst du dieses Gedicht. Je suis heureux. Because now, wo se esta en meu coração, irgendwann sind wir Kaubaka y Dida, juntos hasta el final de la vida. Es muss immer wieder erkämpft werden, habe ich das Gefühl. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich vor 10 Jahren so auch nicht gesagt. Oder auch nicht so gedacht. Aber anscheinend ist es auch die Aufgabe unserer Generation, dafür weiterhin zu kämpfen. Dass das einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, das sehe ich auch so. Ich finde es auch interessant, dass so Fragen wieder immer noch gestellt werden eigentlich. Ne? Ah, sie schreiben auf Deutsch oder sie können Deutsch oder woher kommen sie? Und wir dachten, dass wir diese Frage hinter uns gelassen hätten als Gesellschaft. Und ich das dann aber auch gerade schön finde, weil du ja doch auch eigentlich mit Leuten aus allen möglichen Gesellschaftsschichten zu tun hast, ne, in deiner Arbeit, wenn du die Schreibworkshops gibst und in Gefängnisse gehst und mit Schülern arbeitest. Und das ist ja auch irgendwie kulturelle Vielfalt. Ne? Es geht ja nicht nur um Herkunft. Genau, also man muss das auch senden. Ja? Also man muss auch in die Gesellschaft einfach wieder hineingehen und sich austauschen. Ja, genau. Einfach miteinander reden. Das sind diese banalen Dinge, die so wertvoll sind. Oder miteinander schreiben. Ja.